Ja, hallöchen meine lieben Top-Pflanzenfreunde, ich bin's wieder, euer Blackie und Warframe feiert aktuell seinen 6. Geburtstag und zu dieser Feier gibt es super tollen Shit, den wir gratis bekommen. Treu nach dem Motto, ich hab Geburtstag und ihr kriegt Geschenke. Und in diesem Video schauen wir uns einfach mal schnell und fix an, was es so gibt und wie wir das bekommen und werden das zusammen holen. Weil das ist eine ganz nette Sache, um auch mal ein Gameplay zu machen. Ich habe beschlossen, wir werden diese ganzen Sachen mit dem wunderschönen Eis-Umbra angehen, den ich mir gebaut habe, zusammen mit meinem Eis-Helios da. Und ja, schauen wir erstmal an, was es so zum Geburtstag gibt. Ihr seht hier auf der Sternenkarte, oben links in der Ecke, 5 Events, die aufgepoppt sind. Und wir besitzen hier tolle Sachen. Zum Beispiel, das sind halt einfach richtig simple, lowe Quests, die man einfach mal machen kann. Zum Beispiel hier Mission 1 auf der Erde. Mission Exterminate Reward, wir bekommen eine Dex Furis. Das ist eine Akimbo Secondary, die tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Die Level von den Missionen sind auch alle relativ niedrig, das heißt, wir müssen uns da nicht krumm machen. Alles klar. Das heißt, was man machen muss, ist, wir spielen einfach all diese Missionen hier und dann bekommen wir jeweils diesen Reward. Das ganze Ding geht noch 13 Tage, das heißt, auch wenn ihr jetzt eventuell denkt, ich würde gerne mit Warframe anfangen und dann euch jetzt erst einen Account macht, habt ihr trotzdem noch die Möglichkeit, alle tollen Rewards zu bekommen, weil ihr habt noch fast 2 Wochen Zeit dafür. Deswegen, wenn ihr am Hadern seid, macht es jetzt, sonst müsst ihr ein ganzes Jahr warten, bis ihr wieder Zugang zu diesem tollen Scheiß hier bekommt. Und selbst wenn ihr, das muss ich kurz noch sagen, bevor wir loslegen, selbst wenn ihr alle diese Waffen schon haben solltet, zum Beispiel die Dex Sybaris, die Dex Dakra, die Dex Furis, wenn ihr die schon habt, lohnt es sich trotzdem, die nochmal zu holen, weil die Waffen kommen zusätzlich mit einem Inventarslot für die entsprechende Waffe. Bedeutet, selbst wenn ihr die schon habt, könnt ihr sie euch nochmal holen, dann die Duplikate verkaufen und ihr habt den Inventarslot gratis noch zur Verfügung. Das heißt, ihr bekommt hier, wenn ihr die Waffen alle schon habt, insgesamt 3 gratis Inventarslots, was zusammengerechnet 18 Platin sind und auf die will ich auf keinen Fall verzichten. Ansonsten hier das Syandana, also dieser Umhang, den man hinten dran an Warframe machen kann, sieht ganz hübsch aus und es gibt einen Excalibur Dex Skin. Und ich werde eingeladen, aber der liebe Martin muss sich jetzt leider gedulden, weil ich gerade ein Video mache. Schauen wir doch mal, dass wir den anschreiben. Sagen wir mal Whisper at Xar. Hat auch so einen Namen, den man einfach gar nicht aussprechen kann. So, Martin, du bist jetzt live im Video. Du hast mich jetzt live im Video beleidigt, alles klar. Gut, aber kommen wir mal wieder zurück. Wir holen uns jetzt all diese schönen Rewards hier und ja. Die Sachen sind, können wir hier mal kurz noch schnell gucken, auf extra gespawnten Schiffen, die hier jetzt für dieses Event kommen. Die sind danach wahrscheinlich wieder weg. Eins ist zum Beispiel auch im Void, sehen wir hier. Das heißt, wenn ihr keinen Zugang dazu haben solltet, schaut einfach mal im Recruitment-Chat nach, ob ihr da eventuell jemanden findet, der euch als Taxi mitnimmt. Das wird legendär, weil ich weiß, Martin guckt meine Videos auch. Aber gut, schauen wir uns einfach mal an, was diese Mission so macht. Wir machen das Ganze solo, weil wir das einfach machen können und weil die Gegner eh Wimps sind. Und deswegen schauen wir mal kurz an, was ich auf der Waffe, drauf habe. Das ist ein Haufen nichts, aber das reicht trotzdem aus. Holen wir uns unsere Waffen. Wird vielleicht ein etwas längeres Video, wenn ihr nur sehen wollt, wie die Waffen ausschauen, was man damit machen kann, wie die Stats sind, spult da einfach zum entsprechenden Zeitpunkt vor. Werde ich euch nicht übel nehmen, aber doch. Nein, alles fit, alles nice. 6 Jahre Warframe ist schon alt, das ist echt eine lange... Wow, ja, sei bitte überhaupt nicht weiß, danke Merkel. Hey, ich darf nur meine Secondaries mitnehmen, okay. Die sind noch schlechter. Oh Gott, die sind echt schlecht. Das sind die Ultra-Whip-Gegner. Ich krieg die nicht mal tot. Okay, ich habe beschlossen, wir machen das jetzt den Excalibur-Way. So, einmal Exalted Blade und alles durchmetzeln. Auf geht's. Zack, zack, zack. Keine Gnade, gib ihm. Die Überwachungskamera kriegt... Oh, der ist schon tot, okay. Die Überwachungskamera kriegt auch ihr Fett weg.
Ich glaube, ich werde das ein bisschen vorspulen müssen, weil das, denke ich mal, länger dauert als geplant. Nonetheless werden wir alle Missionen machen und uns mal anschauen, was hier so Schönes zum Geburtstag alles da ist. Weil Geburtstag ist da. Gehen wir mal ganz konservativ auf den Aufzug. Geben uns ein bisschen Energie. Das sind übrigens nicht die Dex Furus, die ich habe. Das ist die Prisma Twin Gremlin, die keinen einzigen Mod besitzt. Also, ne, falls ihr euch fragt, warum eine der besten Secondaries im Spiel so unglaublich schlecht ist in diesem Video, da ist halt wirklich gar nichts drauf. Und mit gar nichts meine ich gar nichts. Du gibst keinen Alarm, mein Lieber. Aber ja, wie gesagt, ich kann euch empfehlen, ich zeige euch gleich nochmal die Stats auf den entsprechenden Waffen, nachdem wir sie dann geholt haben. Dex Furus ist, zählt nicht als Top-Tier-Waffe offiziell, aber ich glaube als Contender oder wenigstens Viable. Also Dex Furus ist echt keine schlechte Waffe, zumal alle Waffen, die in diesem Event kommen... Oh, ein Ayatan-Stern. Alle Waffen, die in diesem Event kommen, kommen schon mit vorinstalliertem Orokin-Beschleuniger. Das heißt, doppelte Mod-Kapazität bedeutet, ihr habt nicht nur 30 auf Max-Level, sondern 60 Mod-Kapazität. Das heißt, deutlich nicer, vor allen Dingen für Anfänger, weil man ja am Anfang nicht unbedingt den Zugang zu diesen Orokin-Beschleunigern hat. Besonders für Anfänger empfehle ich, macht das, holt es euch, es ist gut, weil Lan, voila, ist einfach so, Shish-Kebab, nichts hält mich am Boden. Und ich frage mich immer, wo die ganzen Gegner herkommen, die ich angeblich übersehen habe. Meinem Adlerauge, meine liebe Freunde, entgeht doch eigentlich gar nichts. Außer es steht in der Ecke und versteckt sich. Mission Score 1. Ein Mission Score von 1. Und wir sehen jetzt, hey, Gift from the Lotus da, zack, zack, zack. Corpus, Greed was true from bla bla bla, Attachment, wir haben die Dex Furus bekommen. Und weil ihr natürlich auch wissen wollt, was die Dex Furus ist und nicht einfach die Katze im Sack kaufen wollt, schauen wir uns die direkt mal an. Nein, das wollten wir nicht. Da war noch mehr der Beweis, da ist nichts drauf gewesen. So, die Dex Furus, da seht ihr meine alte Dex Furus, die ich schon von vor 3 Jahren oder so hatte von ihm erwähnt. Die neue Dex Furus hier, können wir uns mal anschauen. Dex Furus bringt eine nicht wirklich so nice Crit-Chance mit, hat aber eine Feuerrate von 20 Schuss die Sekunde, maximale Riven-Disposition und einen sehr nicen Status. Bedeutet, mit den richtigen Mods kann man da einiges raushauen. 36 von 36 Kapazität, weil ich Mastery Rang 18 bin, mit Verdoppelung wegen Orokin-Beschleuniger. Heißt alles beim Alten, und was wir jetzt machen werden, ist hingehen, Equipment, Inventory... Dex Furus, das ist die Level 30er von mir, das ist die Level 0er, die wir gerade bekommen haben und die wird verkauft, zack, und damit haben wir jetzt einen Item-Slot mehr, und zwar der, auf dem die vorher drauf war. Vorher hatte ich 3 freie Slots, jetzt habe ich 4. Alles klar, haben wir die Dex Furus geholt und wir machen direkt weiter mit dem Syandana, Survival. Syandana finde ich immer eine super nice Sache, weil die sind kosmetisch echt hübsch und auch auf diesem Mini-Bildchen da sieht es schon echt schön aus. Ich nehme mal gerade einen Schluck Wasser und dann geht es direkt los. You may only use melee weapons on this mission. Wunderbar, wir haben nämlich Umbra. Leute, gebt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch für meinen lieben Kumpel Martin, der in jeder hübschen Ladesequenz jetzt auftauchen wird. das wird lustig, das wird ihn freuen. Ah ja, den habe ich gestern, haben mein Kumpel Manu und ich haben den davon überzeugt, sich auch mal Warframes zu holen. Habe ich so gesagt, boy, magst du Grind Games? Und der so, my man, ich habe schon MMO-Stuff gespielt. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, von welchem MMO er da geredet hat, aber er scheint Grind zu mögen. Das heißt, er wird dieses Spiel hier lieben. Und wenn er meine Videos guckt, dann wird er zusehen, dass er jetzt auch die ganzen tollen Sachen bekommt. Und ich habe mal vor, nicht das Exalted Blade zu benutzen, sondern einfach hier mein hübsches Katana. Das Umbra-Schwert, was bei Umbra direkt mitgeliefert kommt. Und das Tolle ist, bei Warframe, wenn du auf Gegner zielst, dann kannst du nämlich einkommenden Beschuss ablocken. So richtig Matrix-Style. Und die Extraction is available. Das heißt, wir verschwenden keine weitere Zeit, holen uns unser Syandana, ziehen es an und sehen zu, dass wir unsere Dex Sybaris bekommen, weil das ist nämlich die einzige Waffe, die mir tatsächlich noch fehlt. So, und da haben wir das Syandana. Das ziehen wir auch direkt an, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Appearance, Syandana und wir nehmen...
habe übrigens kaum welche, deswegen ne, nicht wundern, das hier. Oh boy, holy moly, das sieht gut aus. Her damit. Give me that shit right now. Das sieht echt hübsch aus. Das Problem ist halt, dass Umbra standardmäßig immer diesen Schal anhat, deswegen überlagert sich der Schal so ein bisschen mit dem Syandana. Ist aber generell, wenn du auf Umbra einen Syandana drauf machst, eigentlich immer das Problem. Aber ich finde, das sieht echt hübsch aus. Vor allen Dingen, man sieht das so, wenn ich den Rücken mal zum Licht stelle, dass ihr da an der oberen Seite, wo es blau glänzt, halt auch eine glänzende Optik habt. Generell glänzende Oberflächen im Warframe, auch hier wie die Schulterpanzer auf Umbra drauf, sehen super aus, ganz egal welche Farbe man drauf macht, weil das immer ziemlich nice ist. Deswegen mag ich Sachen mit glänzenden Oberflächen. Gut, wir haben das und jetzt holen wir uns die Dex Sybaris, wo man nur Primary Weapons benutzen darf. Einmal Interception und das wird cool. So, einmal oben hingehen und sagen Public, einmal mit allem Mann zusammen. Mit allem Mann am Ballermann machen wir Gift of the Lotus, Stolen, Grineer, Interception. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, man kriegt ja die Dex Sybaris als Belohnung für diese Mission. Könnt ihr euch mal anschauen, wie die Sybaris sich so spielt, weil ich nämlich die Sybaris Prime dabei habe. Übrigens der linke hier, der auch golden ist, der hat schon den Dex Lizard Skin. Das ist ein Skin für den Orbiter, den man auch in diesem Event bekommt. Ich weiß zwar gerade nicht wie, weil ich habe den bei den Missionen nicht gesehen, aber vielleicht bekommt man den ja, wenn man alle Missionen fertig gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich einen richtig schlechten Ping gerade habe. Einen richtig schlechten Ping. Let's go. Also immer wenn du an der Tür hängen bleibst, merkst du, der Ping ist nicht gut. Das Syandana hingegen schon. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Hauptlast des gegnerischen Angriffs gerade die anderen tragen. Können wir schauen, was haben die denn für Mastery-Ränge. Guck mal hier, einer gerade frisch ins Spiel gekommen. Excalibur mit Mastery-Rang 1 und alles noch nicht gelevelt gefühlt. Und der freut sich jetzt auch, dass er beim Event seine Gratis-Sachen bekommt. Genau das solltet ihr übrigens auch tun, wenn ihr euch das Spiel zulegen wollt. Macht das jetzt, falls ihr es eben nicht mitbekommen habt. Dann könnt ihr euch das auch alles holen und in den Genuss dieser tollen Sachen kommen. Ich wollte eigentlich mal drüber reden, wie geil ich die Texturen in Warframe finde. Und das ist ganz unironisch, weil Warframe hat richtig, richtig gutes Texture-Work. Aber dann sehe ich sowas. Na, ich meine, schaut euch hier mal den Boden an. Die Texturen sind echt messerscharf. Da kann sich Battlefield 5 noch eine Scheibe von abschneiden. Zumindest damals, als es rauskam, sah es ziemlich hässlich aus, was die Texturen angeht. Boah, ich fühle mich so, so engaged. Ich bin praktisch mittendrin statt nur dabei. Wo sind die Gegner? Stehen die alle da hinten rum? Guck dir das an. Alle hier die Party am Starten. Alle hier. Alle sind am Spaß haben, ne, mit Musik und Tanz und sonst was. Überall liegen geile Drops rum, weil jeder Gegner auf der gesamten Welt und ihre Eltern auch noch hier waren und nicht bei mir. Ich habe das Gefühl, dass sie mich einfach nicht mögen. Die haben mich einfach nicht lieb. Die wollen einfach nicht. Ich will euch noch ein bisschen Sybaris-Action zeigen, weil ihr sollt ja, wenn ihr euch die Dex Sybaris holt, solltet ihr ja nicht selber die Erfahrung machen, wie sich das Ding spielt, sondern ihr sollt ja, ne, das Video hier angucken und direkt wissen, so spielt sich die Sybaris. Wobei ich zugeben muss, die Dex Sybaris und die normale Sybaris, beziehungsweise Sybaris Prime, die unterscheiden sich ein bisschen, nicht nur von den Stats, sondern vor allen Dingen auch vom Recoil-Pattern. Oh Gott, meine Verbindung ist ja so scheiße, ich weiß schon, warum ich Solo gespielt habe und nicht im Team. Worauf ich hinaus will ist, die Sybaris ist eine spaßige Waffe, vor allen Dingen am Anfang sogar eine gute Waffe. Die Dex Sybaris ist ein bisschen anders als die Sybaris Prime, weil der Rückstoß ist anders. Ihr seht hier, bei der Sybaris Prime geht der relativ stark nach oben beim Burst. Du rollst mich hier gefälligst nicht an. Bei der Dex Sybaris eher weniger, sondern mehr auf der Stelle. So, und wir bekommen die Dex Sybaris. Schauen wir uns die direkt mal an. Leave Squad und direkt mal wieder auf Solo setzen, damit sowas nicht normal passiert. Ich will euch übrigens nicht davon abraten, zusammen mit anderen zu spielen. Ich rate euch nur davon ab, zusammen mit Randoms mit einem 7000er Ping zu spielen. Und wir schauen uns die Dex Sybaris mal an. Sieht auch sehr hübsch aus.
kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen hier dieses Lotus-Symbol oben auf dem Lauf drauf, ist hübsch. Dexibaris hat im Gegensatz zu Sybaris Prime mehr Accuracy, mehr Crit-Chance. Feuerrate ist ein bisschen geringer, Magazin ist kleiner, was eventuell ein bisschen schlechter sein könnte, dafür lädt man schneller nach. Das Problem ist halt, die Statuschance ist nicht so da, aber dafür haben wir mehr Slash-Damage. Kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen, wie auch immer. So, mal schauen, was jetzt noch fehlt. Dex Dacra, natürlich, Rescue, Dex Dacra, ganz vergessen. Nur Melee-Waffen benutzen mal wieder, alles klar, kein Ding. Ja, wir ignorieren einfach alle Gegner, die hier am Start sind, einfach und simpel darum, weil wir es können und weil die nichts können und weil wir hier einfach schnell die Geisel rausholen wollen und dann nichts wie zurück aufs Schiff, damit wir unseren hübschen Reward bekommen. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, hier diese Gefängnisräume auf dem Schiff hier, finde ich sehr hübsch. Hoppala! Ich glaube, ich habe gerade einen Laser aktiviert. Danke, Lotus, habe ich verstanden. Und da haben wir die Operative, alles klar. Jetzt müssen wir nur noch mit der Geisel nach draußen. Und für alle Leute, die in Warframe noch nicht so erfahren sind, ein Profi-Tipp von mir jetzt. Wenn ihr eine Geisel rettet, ganz egal wie hoch das Level der Mission ist, ganz egal welche Mission es ist, rennt immer einfach durch. Scheißt auf die Geisel. Ist vollkommen egal, weil, das ist nämlich der Clou an der Sache, die Geisel kann zwar sterben, aber wenn ihr euch so schnell bewegt, dass die Geisel nicht mitkommt, dann teleportiert sie euch immer Stück für Stück hinterher. Und das bedeutet, dass sie an keinem Punkt, sage ich mal, feststeht. Und das wiederum bedeutet, dass sie von Gegnern nicht angegriffen werden kann. Weil wenn sie die ganze Zeit nur am Hin und Her jumpen ist wegen diesem Teleport, wegen der Teleporter-Geschichte, dann kann sie nicht angegriffen werden. Und ihr braucht euch keine Sorgen, um das Leben der Geisel zu machen. Und alles ist gut. Boah, ich muss gleich unbedingt mal irgendwie einen Hustenbonbon nehmen, weil mein Hals kratzt gerade übel. Und fertig. Rescue schnell und easy gemacht. So, Dex Dacra ist am Start. Schauen wir uns auch mal schnell die Dex Dacra noch an. Ah, da haben wir es auch schon. Dex Dacra ist ein Doppelschwert. Ob die gut ist oder nicht, kann ich euch schwer sagen, weil ich, wie gesagt, von Nahkampfwaffen in Warframe kaum Ahnung habe. Was ich sagen kann, ist, wenn ihr sie noch nicht durchgelevelt habt, levelt sie auf jeden Fall durch. Wenn ihr sie bereits besitzt, dann holt sie euch nochmal und verkauft sie, genauso wie ich das jetzt mal wieder machen werde. Inventory. Dex Dacra, da haben wir sie, Level 0. Das ist mein Level 30er von vor 2-3 Jahren. Sell Items und zack, tschüss. Da sehen wir jetzt, wir haben... Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Equipment Inventory. Wir haben jetzt nämlich 5 Waffenslots frei. 5 Waffen... Alles klar. Ja, eindeutig bester Commentary-Stil ever auf YouTube hört. Wir bekommen den Excalibur Dex Skin, wenn wir jetzt Defense bei den Grenier machen. Information on some da. Das ist echt ein cooles Setting. Es ist so dunkel gerade, ich kann gar nichts erkennen, weil ich auch das Fenster offen habe und das Licht mir praktisch ins Gesicht scheint. Ich sehe halt wirklich gar nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich glaube, ich werde diese Mission verlieren, weil ich einfach nichts sehe. Okay, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Deswegen habe ich gehört, werden wir den lieben Excalibur jetzt nehmen, ihn in die Tonne treten und jemanden mitnehmen, der Capability hat. Nämlich dich. Mit einer Waffe, die Capability hat, nämlich dich. Und der Rest ist vollkommen egal. Wobei, nee, Quatsch, ist er gar nicht, weil du als Inaros nämlich die einen Dolch dabei haben möchtest. Den hier. Und dann nehmen wir auch den Carrier mit, weil Carrier Inaros Best Buddies Gold Schwarz. Skra. Und das machen wir jetzt auch mit Leuten zusammen und dann sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, ich sehe nach wie vor keine Gegner, aber ich denke mir, wenn ich einfach sinnlos mich um
360 Grad drehe und dabei Schießen gedrückt halte, dann wird das schon funktionieren, einfach weil die Amprex, die ich dabei habe, jetzt sehr, sehr stark ist. Und das Ganze müssen wir 15 Wellen, was, 15 Wellen? Normalerweise ist dieser Raum hier, ich kenne den Raum eigentlich sehr gut, weil ich hier immer meine Level-Runs mache, aber der ist normalerweise beleuchtet. Ihr werdet wahrscheinlich nachher im Video mehr sehen als ich, einfach aus dem Grund, weil ihr höchstwahrscheinlich vernünftige Lichtkonditionen in eurem Zimmer oder auf eurem Smartphone habt, wenn ihr das Video schaut. Ganz im Gegensatz zu mir, der hier halt wirklich einfach nur blind in die Gegend schießt. Hätte natürlich auch die Roller darunter machen können, aber dann fühle ich mich immer so ein bisschen Kellerkind-mäßig, ne? Kann man schon sagen, ne? Ach ja, übrigens, die Dex Furis, die wir beim Event bekommen haben, also die ist nicht die, sondern meine alte Dex Furis, die schon gelevelt ist. Feuerrate von 20. Nur damit ihr das auch mal gesehen habt. Die geht schon ganz gut, ne? Also, ist zwar auch nicht perfekt gemoddet, bin ich ganz ehrlich, da fehlt auch noch einiges, fehlen ein paar Former, ein paar Mods, aber gut ist sie halt auch. Huch. Ich finde, ich bin der beste Blindschleichenkämpfer der Welt. Die Eleganz, mit der ich hier die Gegner down klatsche, ohne überhaupt irgendwas zu sehen, ist von einer so hohen Qualität. Da kann man auch schon mal ein Abo dalassen. Findet ihr nicht? Schön ist halt, dass man wenigstens ein bisschen mit seiner Taschenlampe sehen kann. Aber wenn jetzt da aus diesem Loch einer rauskommt, ich weiß, dass da ein Loch ist, weil, haha, ich kenne die Map auswendig, dann sieht man das trotzdem nicht, trotz Taschenlampe. Das ist keine polizeitaktische Taschenlampe oder Militärtaschenlampe. Das ist, keine Ahnung, all die 5 Euro. Das ist all die 5 Euro, was die guten Tenno hier an ihrer Waffe als Taschenlampe dran haben. Kann man der Lotus mal sagen, dass da ein bisschen investiert werden sollte, damit die werten Spieler etwas besser sehen. Oder an Digital Extremes mal ein Vorschlag, wie wäre es, wenn ihr einfach mal eine Mod für Waffen entwickelt, wo die Taschenlampe einfach heller scheint. Einfach für Leute wie mich, die sich nicht wie ein Kellerkind fühlen wollen und deswegen die Rollladen hochlassen. Und dann so eine Mission spielen und erstmal dick auf den Sack bekommen, weil sie komplett unterschätzt haben, wie schwer das eigentlich sein kann. Ich kann einfach hier die Map mal ein bisschen groß aufmachen, damit ich wenigstens rote Punkte sehe. Total professioneller Warframe-Spieler. Ganz sicher, wenn ich mich jetzt fürs Partnerprogramm bewerben würde, würde Digital Extremes hingehen, würde sich meinen Kanal angucken, würde dieses Video sehen und sagen, okay, der spielt Inaros Amprex, hat nicht die geringste Ahnung, was zur Hölle er tut. Hier leuchtet es wenigstens ein bisschen. Und will Warframe-Partner werden. Danke, aber nein, danke. Und ich habe am wenigsten Schaden genommen. Kann also sein, dass die Gegner auch mich nicht sehen. Dass die Gegner sich auch denken, Mensch, die ihr hättet mal das Licht anlassen können, bevor ihr nach Hause geht übers Wochenende. Mal ganz ehrlich, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ich hier stehe und in die Richtung schaue, bis wohin könnt ihr sehen? Okay, den habe ich sogar selbst gesehen. Bis wohin könnt ihr sehen? Liegt es nur daran, dass ich jetzt hier wirklich das Fenster offen habe und das Licht mich ein bisschen blendet? Oder ist es tatsächlich so krass unübersichtlich? Ich meine, ich will nicht sagen, dass es nicht atmosphärisch wäre, das ist schon irgendwie cool. Aber ohne jetzt Enemy Raider wäre ich ein bisschen aufgeschmissen, bin ich ehrlich. Da ist er wieder, da ist er! Gib ihm! Zack, tot. Ha! Sieht immer so aus wie diese Banditen aus Borderlands mit diesen Masken hier, finde ich. Was ich mal machen könnte, ist das hier. Dann sehe ich nämlich, über welchen Gegnern Zahlen aufpoppen. Dann weiß ich, wo sie sind. Wie war das noch? Inaros kann ich im Dunkeln sehen. Ha, schmeiß einfach Sand ins Gesicht und dann siehst du, wo die Gegner stehen. Da zum Beispiel. Jo, benutzt dein Sandwurf einfach als Radar, zur Aufklärung. Hat auch noch bestimmt noch kein Inaros auf der ganzen Welt probiert, das so zu machen. Blackie ist mal wieder Trendsetter. Das ist echt hilfreich mit dem Sand, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich eine super Idee gehabt, muss ich mal wieder selber auf die Schulter klopfen, einmal Nase zuhalten, weil Eigenlob so sehr stinkt und dann sagen, Blackie, du hast das richtig toll gemacht. Yes! Nur dank mir, natürlich, haben wir das geschafft.
Immerhin 206 Kills, ohne einen vernünftigen Gegner sehen zu können. War gar nicht mal so schlecht. Hätte schlimmer kommen können. Okay. Und jetzt haben wir den Excalibur-Skin. Nice. Den schauen wir uns auch direkt mal an. So, einmal den Excalibur ausgewählt. Appearance, Skin, Deck-Skin. Normal, Decks. Schick. Normal. Dex. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Gefällt mir. Ein bisschen mehr Bling, weil mehr Bling ist immer gut. Ja, schön. Wird genommen. Oh. Und unser Umbra wurde innerhalb von ein bisschen Zeit, keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen, von ganz okay auf noch eisiger. Sehr hübsch. Das Einzige, was mich jetzt noch wirklich interessiert, ist, wie kommen wir an den Lizard-Skin? Weil wir haben ja jetzt alles completed, aber ich habe den Skin für den Orbiter noch nicht. Ist der vielleicht schon standardmäßig drin? Equipment, Landingcraft, Customized Landingcraft, da haben wir ihn. Prisma-Lizard-Skin. Doch, tatsächlich, da ist der Dex-Lizard-Skin. Der sieht jetzt zwar hässlich aus, aber dann ändern wir einfach mal die Farben ein bisschen. So, meine lieben Freunde, und so macht man einen goldglänzenden Lizard-Skin, der richtig viel Bling hat. Ja, meine lieben Freunde, das war es. Da haben wir einmal das komplette Event durchgezogen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt kräftig unterwegs, um alleine oder im Team dieses Event durchzuziehen, euch alle Waffen, euch alle Skins zu holen und euren Umbra oder normalen Excalibur genauso schön bling-bling machen zu lassen wie meinen. Und natürlich euer Landingcraft auch hübsch zu machen und den Warframe-Geburtstag zum 6. Mal ordentlich zu feiern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn ihr immer noch da seid. Wenn nicht, dann hört ihr es zwar nicht, aber trotzdem danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr Warframe-Content in der Zukunft sehen wollt und euch denkt, mein Gott, der labert zwar viel Scheiß, aber irgendwie ist das schon ein bisschen unterhaltsam, dann lasst auf jeden Fall das Abo da. Kommentiert mir in den Kommentaren, wie ihr das Video fandet, ob ihr schon alle Sachen geholt habt und wie ihr die Waffen und vor allen Dingen die Cosmetics findet. Ob euch das gefällt, ob ihr denkt, das ist ein guter 6. Geburtstag, lasst es mich auf jeden Fall wissen, denn ihr wisst ja, ich lese jeden Kommentar unter meinen Videos. Und ja, ansonsten sage ich nur bis zum nächsten Mal, euer Blacky, over and out.